Bezahlen angesagt an der alten Försterei. Die Vorfreude in Köpenick, die ist riesig. Sah von außen sehr souverän aus. Wie hast du es wahrgenommen, das Spiel? Ich glaube, war schon ordentlich auf Feuer drin. Ja, von Anfang an waren wir da eigentlich. Haben viele Chancen kreiert, können auch früher in die Führung gehen. Aber auch am Ende können es mehr als drei auf der Tafel stehen. Nein, ich fand, es war richtig gut für uns. Auch eine kleine Antwort auf das Spiel letztes Montag. Ja, Robin, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geil ist so ein Derby-Sieg zum Bundesliga-Auftakt? 11. Und wie geil ist ein Derby-Tor zu schießen? Auch eine 11. Also es macht schon Spaß und gerade im Derby, ich habe es gerade schon gesagt, gerne hätte ich den Torjubel noch vor der Kurve mitgenommen. Aber im Endeffekt ist wichtig, dass das Tor zählt und ja, uns ein bisschen Ruhe gegeben hat. Jannik, Glückwunsch. Erster Bundesliga-Spieltag, erster Bundesliga-Einsatz für Union und dann auch noch gleich ein Derby-Sieg. Fühlt sich gut an, oder? Ja, 1A. Ich glaube, das war die Wunschvorstellung von jedem in der Mannschaft, dass es dann so aufgeht. Ist natürlich 1A und freut uns riesig. Jordi, second match. Second goal, it's a good start, isn't it? On peut dire que c'est un très bon début. Très bon début. Aujourd'hui, un très bon match de la part de toute l'équipe. Voilà, je pense que le match, tout le monde l'attendait. On a su répondre présent. Même en menant 1-0 à la mi-temps, on voulait absolument revenir et marquer un autre but. On a su en mettre deux, on a réussi à rester sérieux. Dommage qu'on prenne ce petit but à la fin qui gâche le spectacle, mais on est très content du résultat.